Hallo und willkommen zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Wir sehen vor uns schon die Festung, die wir jetzt irgendwie einnehmen müssen. Ne, wir müssen da was anderes machen. Ich werde trotzdem versuchen, alle RDA-Mitglieder auszuschalten. Ich könnte heute noch etwas nasaler klingen als sonst. Ich bin immer noch erkältet. Ist Corona oben. Ist Corona. Geht heute schon deutlich besser, aber ich klinge noch etwas verschnupft und ja, ich probiere es trotzdem mal. So, wir müssen hier uns reinschleichen und Informationen besorgen. Das kriegt man hin, aber als erstes schalten wir doch mal hier den schönen Heli aus. Oh, was ist denn da passiert? Oh je, das hat er gar nicht gemocht. Funktioniert das mit der Mine? Nee. Mensch, die machen aber wieder Schaden heute. Oh, mit Raketen habe ich nicht gerechnet. So, wie ist das denn da gelandet? Na gut, ich beschwere mich nicht. Schön auf die Rotorblätter schießen. Oh, das funktioniert doch schon wunderbar. Hier ist ein Mech und bald ist er weg. Irgendwie so. Ich würde sagen, ich bin nicht ganz gut vorbereitet hier. Ah, die Minen funktionieren immer noch super. Komm schon. Hier hat jemand was hingeworfen. Es waren anscheinend nur Blendgranaten. Und der Heli, den haben wir doch platt bekommen. So, mein Scanner funktioniert auch wieder. Hier ist gleich ein Mech und ein Mensch. Schauen wir mal. Wir craften einmal Zeug nach. Und rauf da. Na, wieso hat das denn nichts gebracht? Ich glaube, die ist schon wieder sonst wo gelandet. So, Nummer 1, Nummer 2. Na komm hier. Ich treffe ihn hier unten nicht. Er ist ja gut. Ist ja gut. Nein. Deckung. Deckung. Oh, wir müssen auch was essen. Mach mal das doch gleich mal. Solange wir gedeckt sind. Und da kommt er ja. Ich glaube, ein Pfeil reicht. Nee, reicht definitiv nicht. Mine, 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 Mine. Was ist denn los mit den Minen heute? Mensch, der... Der tut meiner Gesundheit nicht gut. Frag mich trotzdem ein bisschen was hier. Warum ich die Minen nicht platziert bekomme. Der doch schon längst über eine laufen soll. So, jetzt nochmal ganz vorsichtig. Nee, wieder zu weit. Vielleicht liegt es an der Brücke und dass die ganz knapp dann eben runterfällt. Keine Ahnung. Okay, das ist zumindest hier schön kugelsicher. So, was ist denn der Bogen, der Schaden macht? Das sieht doch nach einem Bogen aus, der Schaden macht. Boah. Ei. Immer langsam hier. So, das Essen sollte uns heilen. Weil ich will nicht so viel für nicht so viel Health-Items verschwenden ab dem Punkt. So, das sieht erstmal gut aus. Health ist wieder voll. Wir klauen uns hier die Munition von den Mechs. Ja, ja, ja. Schön aufsammeln, indem er drüber läuft. Eine Mechanik, die ich in den Jahren meines Zockens zu schätzen gelernt habe. Ja, aber das hat doch bis jetzt ganz gut geklappt. Die sind ausgeschalten. Sonst sehe ich keine Leute. Dann wollen wir doch mal zum Questmarker. Und was bist du? Nur ein Container, der mich komisch angesehen hat. So, dann müssten wir wohl einmal außen rum. Haben die hier auch Geschütztürme? Aktuell sehe ich nichts. Na, da hinten vielleicht. Nee, sieht nicht so aus. So, hier müssen wir irgendwie rein. Das sind schöne Effekte.
Ah, ich kann es leider nicht zerschießen, deswegen komme ich da nicht rein. Muss ich dann durch eine Tür oder was stellt sich das Spiel denn wieder vor, was ich hier machen muss? Ja, tatsächlich. Input Code. Anscheinend habe ich die noch gewusst. Boah, kann man in seinem geheimen Unterschlupf natürlich machen. Einfach hier schön dekorieren. Ein Bogen. Komm, nimm ihn mit, der ist garantiert besser als unsere. Nicht mal das kann ich. Hier auch die Dolche aus Raubtierzähnen. Mensch, wieso können wir die denn nicht mitnehmen? Die RDA soll die auf jeden Fall nicht behalten. So, was ist hier noch drin? Ein Superior Longbow. Ist der denn besser als der aktuell ausgerüstete? Ich schätze schon. 48 Damage anstatt 36 Damage. Oder 32 Damage. Ne, ich glaube, wir hatten einen mit 36 ausgerüstet. Dann einmal die vier Monitore hier durchsuchen. Und das Data Tablet. Wir haben Duty Roster gefunden. Das ist ja auch Währung für den... wie heißt das? Solek im Resistance Camp. Dieser coole Avatar... dieser coole Navi-Krieger da. Okay, ich muss anscheinend noch was durchsuchen. Ach, hier ist hier noch ein PC. Muss ich den wieder... Natürlich muss ich hier wieder irgendwas Kleines hacken. So. Wunderbar. Harding, what is going on over there? Just seeing some pushback from the Blues as usual. Don't give me that. I've seen the reports. We have a lead on a major stash of Zakru bone. We're talking containers of it. A whole cargo hold. Look, I don't give a damn about your little treasure hunt. The moment it becomes a liability, though, it's gone. Understood. I'm pulling back to the extraction facility. Going to need some more room to maneuver. Do as you must. Mercer out. Ciao, Mercer. Mercer didn't sound happy. He wants Harding focused on the real RDA work. Maybe her poaching will stop now? She won't give up her stash that easily. But I will make sure she loses this one. Okay, das klingt ja gut. Kann ich das hier hochjagen? Anscheinend noch nicht. Anscheinend noch nicht. So, wir müssen ins Wehrhaus gehen. Das wird mir ja freundlicherweise da hinten angezeigt. Munition nehmen wir auf jeden Fall noch mit. So viel totes Getier. Das ist echt. Echt nicht so meins, wenn man das tut. Okay. Dachte, ich hätte mich gerade selbst eingesperrt. Oh, da sind ja noch Leute. Nehmen wir dann mal einen normalen Bogen. Nein, nicht getroffen. Doch getroffen. Wieso sind die eigentlich nicht rausgekommen, als ich... Hey, hey, hey. Einer mit Flammenwerfer. Aber ich habe einen mit Minenwerfer. Na komm, bisschen näher, bisschen näher. Ja. Lieblingswaffe hat wieder zugeschlagen. Hey, wer schießt da? Ich sehe doch nichts. Nein, keine Granate. Gut, wir hätten ja auch Stun-Granaten. Ach, da oben ist er und wird mir nicht angezeigt. Minenwerfer. Na, die funktioniert anscheinend nicht an der Decke. Ist das auch ein Mech da oben? Nee, ist nur ein Mensch, aber der... Wieso hat der denn so einen großen Balken? Ist egal. Da können wir hingehen. Hi. Okay. Wohl doch nicht so der größte Balken, der angezeigt wird. So, Hilfe-Items. Ja, ja, alles einsammeln. Vor allem die ganz, ganz teuren Minen, die nichts gebracht haben. Also die hat zumindest nichts gebracht. So. Da oben steht auch noch was. Ein Ammunition-Container ist da oben. Ist echt grausam, was die hier mit Tieren machen.
Nicht mal für Nahrung, nur für den Sport. Ich tue mich beim Fischen mit Catch und Release schon teilweise moralisch schwer. Also wo man einfach nur angelt, Fische ein bisschen Schmerzen zufügt und dann wieder reinwirft. Gut, ich mag auch keinen Fisch essen. Ne, das stimmt nicht ganz. Manchen Fisch. Also, wir haben was Exquisites gefunden. Weapon Crafting Material. Sehr schön. Genau, Fisch mag ich. Ja, die Stäbchen. Alles, was nicht so wirklich nach Fisch schmeckt. Und ich glaube, geräucherten Heilbutt. Aber dann wird schon wieder sehr knapp. Einfach nicht der Fischgourmand, obwohl ich eigentlich, ja gut, ich komme aus dem Schwabenland, meine Eltern aber aus Norddeutschland. Da sollte man meinen, dass man ein bisschen was für Fisch übrig hat. Dem ist aber nicht so. So, da unten sind noch drei Mechs, das ist sehr interessant. Komm schon, kann ich dich nicht aufheben? Doch. Hui. Hui. Komm, du warst teuer. Nee, kann ich nicht aufheben. Ach, so ein Jammer, so ein Jammer. Ein Munitionscontainer und ich bin schon voll. Hab doch noch gar nicht so viel Glühwein getrunken heute. So. Einmal nach rechts. Ist schön, dass man so eine Basis zerlegen kann, einfach indem man die Ventile ein bisschen aufdreht. Und dass sonst kein Sicherheitsmechanismus da ist. Gut. Ich glaube, jetzt fluten wir alles hier mit irgendwie Lachgas und dann fallen die Gegner aus ihren Schuhen, weil sie sich nicht mehr konzentrieren müssen. So, einmal nach unten und dann... Okay, Lachgas-Flow ist gestartet und dann muss ich was machen. Sag das doch gleich. So, wo ist der Failsafe? Wahrscheinlich, ja, direkt da vor uns. Irgendwer aufgetaucht in der Zwischenzeit. Was ist denn da als Rotes? Ach, das ist nur ein Lämpchen. Gut, mit dem kann ich im Moment nichts anfangen. Und da oben ein Failsafe, der gehackt werden will. Das machen wir doch gleich. Na, der Kollege ist aber in der Zwischenzeit echt stabil geblieben. Ist bestimmt nicht gut für den Rücken, wie er dasteht. Oh, ich dachte, hier müsste ich rein. Spielen macht's mir doch nicht so schwer hier irgendwo. Hat's gerade auch schon gebrannt hier? Ist mir nicht aufgefallen. Wo schickt ihr mich denn als nächstes hin? Mist, ich muss da rein. Verzeihung, ein kleines Hüsterchen. Hoffentlich kam das jetzt nicht so dramatisch rüber. Ja, was willst du von mir, Spiel? Hallo? Ach, hier muss ich wahrscheinlich nachher rebooten. Das heißt, ich bin schon mal wieder völlig falsch. Ich dachte, ich müsste irgendwie die Stromzufuhr dazu wiederherstellen, damit die da rein kann. Aber anscheinend ja nicht. Eieiei. Das nenne ich Husten. Na, hier komme ich nicht rein. So, dann versuch mal zu springen. Hui, das hat nicht geklappt. Aber wir sind ja überraschend mobil inzwischen. Komm her, Hawk. Oh, jetzt brennt es da hinten. Schauen wir mal, ob wir da oben reinkommen. Ja. Wir sind jetzt zumindest oben. Wir müssen trotzdem rein. Oder kann ich das von hier scannen? Sieht nicht so aus. Oh, wieso liegen denn da hinten die ganzen Minen? Habe ich die echt da drüber geschleudert? Mensch, war das dämlich.
Also diesmal ist mir zumindest klar, wo wir hin müssen. Noch nicht ganz klar, wie wir da rankommen. Na. Jetzt reicht's aber mit dem Gehuste. Ich hoffe einfach, mein Nvidia Broadcast filtert das halbwegs in Ordnung raus. Vielleicht müssen wir doch von innen. Das wäre aber dämlich. Ich habe nichts gesehen von innen. Vielleicht gab es ja noch eine Treppe und die sagen mir nichts davon. Na gut, einmal nochmal rein in die in das Wehrhaus hier. Ja, aber das sieht halt echt nicht so aus, als ob ich da ohne weiteres hinkomme. Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn von mir? Wir sind zumindest fast da. Aber machen können wir hier auch nichts. Können wir durch die Tür? Nö. Aber wir können hier durch den Ventilationsschacht. Oh, wir sind tatsächlich... Hatten wir keine Munition mehr bei den besonderen Pfeilen. So, erstmal hier schön alles scannen. Sieht gut aus. Dann sabotieren wir das mal. Doch, doch, genau das versuchen wir. Genau das versuchen wir, so. Was müssen wir machen? Da unten hin. Ja, das ist doch relativ straightforward hier. Ohne Fallen diesmal. Und endlich geht die Tür auf. Und dann müssen wir wieder zurück in den Raum. Haben wir da schon den das eine Terminal gesehen, das hier verbunden war mit der Linie. Und ich schätze, da ist genau der Punkt, wo wir jetzt hin müssen, um das hier alles hochzujagen. Ja. Das sieht aber trickreicher aus. Das war falsch, das ist richtiger. Ja, das ist schon ein bisschen anspruchsvoller, aber noch nicht anspruchsvoll genug. Das kriege ich ja immer noch hin. So. Jetzt geht's hoch. Ist das nicht schön? Zwei, drei kleine Explosionen. Oh je. This place reeks of blood and metal. Acrid and thick with death. Where is Harding? Did you find her? Harding's people must have known we were closing in. They withdrew. Running away from us is a wise choice. This is Sakru. Ewa took this one long ago. What use can they have for crumbling bones? The dead are easy prey. Harding is looking for a place with more of them. A graveyard. The Weeping Gorge. Sasul is there. If he tries to stop them, they will kill him. They will only find us at their gates. I will gather the warriors. I could ride out to the gorge and warn Sosul. Maud, come in. They've taken out the Dire Horse team. Get your filthy blue hands. I did not like her tone. Nee, ich auch nicht. No more will suffer at their hand. Ja, ich würde sagen, die sind zu Recht angepisst. Komm schon, das ist ein schöner Speer. Wieso kann ich den gerade nicht haben? So. Ja, das ist eine Husterei hier. Ich versuche, die irgendwie rauszuschneiden. So. Wir haben wieder Skillpunkte. Ist das nicht schön? Da vorne ist noch ein Stützpunkt mit Mechs. Ich glaube, die machen wir auf jeden Fall erstmal fertig. Ah, die habe ich gar nicht eingesammelt, die restlichen Granaten, die da schön an der Felswand hingen. Naja, sei es drum, sei es drum. Auch hier finde ich es ein bisschen zu krass, den Lensflare. Den die, also dieses leuchtende Gewusel, das die abgeben. Komm schon. Bring was ich hier mache.
Der hat wieder einen Schaden drauf. Ich glaube, das war's schon. Der ist reingelaufen. Is it done? Did you get Harding? I saw no. No, she retreated. Then we shall make chase. But her crew is still out there. They're looking for a place, some kind of Zakru graveyard. The Weeping Gorge? I've heard of its song. They say it's beautiful, but in a strange way. Nothing the Sky People would understand. It's the tusks that Harding wants to sell his trophies. Was ist denn das für eine Schnecke? River Rockshell. Genau, hier gab es ein bisschen was zu ernten, während Solek noch was zu sagen hatte. Wir haben alle ausgeschalten. So, hier mit dem ganzen Zeug, hier mit der Munition. Und habt ihr irgendwie noch was Schönes für mich? Naja, eine Food Ration. Besser haben als nicht haben. Und ein Chestguard-Mod. Sieht aus wie ein Walkie-Talkie. So, ich muss ab und zu Pausen machen wegen dem Husten. Aber jetzt haben wir hier schön alles gelootet. Denke ich zumindest. So, dann setzt man die Skillpunkte doch gleich mal weise ein. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Warrior und Hunter, natürlich Rider. Machen wir mal bei Survivor weiter. Ich glaube, ein bisschen mehr Schaden und Health wären ganz gut. Kann ich mir aber nicht viel leisten. Eating raw food ingredients replenishes twice as much energy. Okay. Vitality 2. Die Base Health wird nochmal um 60 hochgestellt. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. So, mehr Skills haben wir aber nicht im Moment zur Verfügung. Dann rufe ich wieder mein Flattervieh. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Missionsziel. Oder ist hier noch irgendwie was einzusammeln? Nee, hier ist Hunting Camp Talon. Ich glaube, da waren wir schon. Okay, dann würde ich mal sagen, schauen wir doch mal, ob wir nochmal hier den Ancestor Skill nicht doch irgendwie bekommen. Können ja auch gleich den Ballon hier vom Himmel schieben, vom Himmel explodieren lassen. Ich weiß gar nicht, ob das noch explizit was bringt, aber er hängt da und ich habe Lust, den runterfallen zu lassen. Komm schon. Gut, das hat noch geklappt. Dann einmal hacken. Und dann einmal schießen. Aber erst hacken. Oh, das ist ja wieder... Da muss ich erst zu den Keys, damit ich weiterkomme. Komm schon, mach hin. Mach hin. Gut. Würde sagen, das hat doch geklappt. So, die explodieren. Und hui. Hey, wo ist die Explosion? Da ist die Explosion. Gar nicht gehört, aber den Rauch, den haben wir noch gesehen. Echt? Das ist 2 Kilometer weg. Das kann doch gar nicht sein. Naja. Glaub, da können wir aber... ich kämpfe. Wieso sind die Viecher denn sauer? Das weiß ich leider auch nicht. Die haben mich aber letztes Mal so zerlegt, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Vielleicht echt mal eine bessere Waffe ausrüsten. Keine Ahnung, was die für ein Problem haben. Ich bin in irgendeinem Windkanal gefangen. Da kann man zumindest ordentlich schnell reisen damit. So, und hier wäre die Frage, warum mögen die mich denn nicht? Ist egal, ich glaube, wir machen einfach mal weiter mit unserer Mission, diesen komischen Ancestor-Skill zu finden. Der sich komisch versteckt hält. Naja. Da ist noch ein Helikopter.
Und da ist auch ein Helikopter. Komm schon. Ja, das macht doch schön Schaden. Schön auf die Raketen, die sollten doch direkt explodieren. Ja, getroffen. Tschüss, Helikopter. Tschüss. Und erfolgreich ins Wasser damit. Ist hier vielleicht der Ancestor-Skill drauf? Hier ist zumindest irgendwas oben. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, was da ist. Wir schauen mal. So, hier war man doch schon. Hier war ja nur der komische Basket und diese Eier. Wo ich vergessen habe, was die richtige Richtung ist. Na komm schon. Nicht, ich habe doch jetzt alle ausprobiert, alle Richtungen. Dann lassen wir das mal heil dran. So. Da unten ist zumindest unser Questziel. Kann natürlich auch sein, dass man bestimmte Ancestor-Skills nur questbedingt irgendwie freischaltet. Das wäre jetzt zumindest meine Vermutung. Gehen wir einfach mal hin. Das ist eine coole Lichtstimmung gerade. Das gefällt mir. Nochmal Trampolinblume. Glaube ich, hätte auch einfach fliegen können. Ich schaue zumindest mal auf die Map, wie weit das entfernt ist. Doch eine Weile. Ghost Strike, okay. Ich werde auf jeden Fall nach der Episode hier mal schauen, was man denn tun muss, um diesen komischen Ancestor-Ding hier freizuschalten. Vielleicht ist er doch irgendwie unten. Er muss ja eigentlich verfügbar sein. Er leuchtet ja schon so schön pink. Na gut. Das werden wir aber später noch hinbekommen. Hier versteckt er sich ja nicht gerade. Vielleicht doch. Ich habe eine Höhle entdeckt. Vielleicht ist er doch hier drin. Nach der Episode wird es auf jeden Fall auch Zeit für Salbei-Bonbons. Die Stimme und der Rachen haben dann doch etwas gelitten. Durch das viele Reden. Ah, naja. Ich hoffe, es ist irgendwie aushaltbar. Ich reiß mich hier zusammen, Mann. Ist das eine schöne Höhle mal wieder. Also wirklich, die Welt ist atemberaubend. Und so schön voller Details. Schade, dass das Gameplay echt nicht so der Hammer ist. Aber naja, man kann nicht alles haben. Coiling sunshine are plant that hangs from cave ceilings and will retract its tentacles on physical contact. Zieht sie zusammen, wenn ich sie berühre. Das ist keine mir neue Eigenschaft, wenn ich jemanden berühren will. So, was ist denn hier drin? Komm mal hierher oder wollen wir hier hin? Ich glaube, wir wollen hier hin. Jo. Einmal hoch, nochmal hoch. Was ist denn das? Ein Tarsius Sapling. Also ein kleiner Setzling von dieser großen Pflanze. Auch gut für einen Skillpunkt, wenn man ihn berührt. Aber wir suchen ja das richtig große Vieh davon. Müsste hier auch irgendwo rumlungern. Was ist denn da?
Glühpilze, Leuchtpilze und nochmal ein Basket. Cloudsbitter-Seed. Die kennen wir doch auch schon. Da müssen wir hin. Und irgendwie werden wir auch da hinkommen. Schade, dass ich da nicht auf die Ranken kann. Ja, das sieht doch hier so aus, als ob ich da einfach über die heilen muss. Kann ich mich nicht... Doch, ich kann mich an den Pilzen festhalten. Eigentlich versuche ich das immer nicht zu machen. Je weniger Pilze, umso besser. Obwohl, das ist auch schon besser geworden mit den Jahren. Konnte ich als Kind auch nicht leiden. Und anscheinend bin ich jetzt auch nochmal in die falsche Richtung gesprungen. Eieiei. Nein. Okay, das hat geklappt. Und hier haben wir ihn endlich, den ja, Tasio, die vollständige Blume und einmal einstöpseln. So, Ghost Strike, was können wir denn damit machen? Plus 30% Stealth Damage. Weiß zwar nicht, wie viel das bringt, weil so stealth-mäßig bin ich nicht unterwegs. Aber besser haben wir es nicht haben. Und Skillpunkte gibt es natürlich auch. So, kommen wir dann jetzt wieder hier raus. Ich deute das mal als ein klares, eindeutiges Ja. Und dann war es, glaube ich, einfach nur hier wieder zurück. Nicht ersaufen mit unseren neuen Skillpunkten. Ich glaube, wir hätten von drin auch einfach eine Schnellreise machen können. Aber wir haben den Weg ja zurückgefunden. Und alles mitgenommen, was geht. Boah, was für ein Lichtunterschied nach draußen. Ich glaube, inzwischen ist Nacht. Ja, sieht danach aus. So. Wegpunkt ist ja direkt vor uns. Das ist ja wunderbar. Ja, ist ja gut. So, dann mit Vollspeed voraus. Gut, und beide tatsächlich abgehakt. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Oh, da unten leuchtet was rot. Ich glaube, das sind wieder RDA-Mitglieder. Da schleichen wir uns diesmal an. Also ich werde nicht in der Mitte landen. Das könnte aber auch eine Navi-Siedlung sein. Ich würde sagen, das ist eine Navi-Siedlung. Der Wegpunkt wird es nicht sein. Der ist irgendwo da hinten. Ja, trotzdem würde ich mal sagen, vorsichtig. Noch sehe ich keine Feinde. Das ist gut. Dann steigt man einfach mal ab. Beziehungsweise landen. Walker's Haven. Na, ihr... Jemand, der mir was schenken will. Sieht nicht so aus. Hier könnte ich was kochen. Ja, schöne Schüsseln habt ihr hier. Ansonsten kann ich ja wieder nicht mit euch interagieren. Ich kann ja hier nicht mal am... Ah, doch. Pastime geht auf jeden Fall. Nee, das ist mir noch nicht hell genug. Da warten wir einfach nochmal 6 Stunden. Ich weiß nicht, ob 6 Stunden sind, so fühlt es sich ein bisschen an. Ey, ich stehe im Feuer. Ziemlich heiß bin ich heute. Das könnte auch ein bisschen am abklingenden Fieber liegen. Wer weiß das schon so genau? So, wir müssen 500 Meter in die Richtung. Da wollen wir aber lieber fliegen als laufen. Und ab geht die Post. Immer noch schade, dass man mit denen nicht wirklich interagieren können, aber sei es drum, sei es drum. So, wo müssen wir hin? Irgendwo hier? Nach unten, nach oben, irgendwo? Hallo, Questmarker. Bist du denn? Ich suche dich, ich vermisse dich. Eieiei. Hey, der ist ja gar nicht mehr hier. Was ist denn da passiert? Ist die Quest nicht mehr ausgewählt? Ja, das können wir ja ändern. So, jetzt ist er ausgewählt. Jetzt sollte aber auch was angezeigt werden. Hoffe ich zumindest. Wir schauen uns hier von der Klippe mal um.
Oder von unten. Oder von unten. Da ist der Wegpunkt. Wir könnten noch was essen. Vielleicht mal so eine RDA Food Ration. Sieht doch lecker aus. Und jetzt sind wir im Zakru Graveyard, im Zakru Friedhof. Haben schon, irgendwann müssen die was hinter Wasserfällen mal verstecken. Das ist eigentlich die Regel bei Spielen. Das ist aber ein großer Knochen. Passend für einen Friedhof. So. Wieder den richtigen Weg gefunden und dann. Ja, können wir hier das mal ein bisschen betrachten. Friedhöfe sind auch so eine Sache. Vor allem, wenn die Leichen so oberirdisch liegen. Hätten wir vielleicht ein bisschen begraben sollen. So, jetzt müssen wir anscheinend ein bisschen warten. What dusty spirit are you? Do not pass, my friend. I know this child. You must not worry about Susur. Like my finest cheeses, he is soft and gooey under his crust. Hear that, Sasem? Such fond lies from my former teacher. Minong sent me to find you. It's not safe here. It's not safe anywhere. Tomorrow you may fall into a ravine or be trampled by Zakru. Delicious. Sour and fizzy as a scorpion thistle. The sky people are looking for this place. The Sarentu are back. Kin, what other secrets have you been keeping from me? There was something. The Zakru have started flying like Ikran. You will not believe how we milk them now. Oh, drink up, Sarentu. There is nothing here the sky people need. Not need? What? They want the tusks. How popular we are amongst all our friends and foes. Please, we must. Also, die nehmen das hier echt nicht ernst. The Sem needs help with the hum, don't you? Is that worth dying for? So soon? Perhaps we should listen. Listen? How can I listen when all I hear is that? The wailing? The flutes. Their hum should be soothing, bring peace to the children of Ewa. Not this. Mournful, discordant, uneasy. I must tune them. What if I did it? Would you leave then? Pass on your burden, my friend. Let you and I go home and celebrate your return as deserved. I could go back to the clan after all this time. What are you waiting for, Sarentu? This is no time to gnaw upon the breeze. Was für ein aufgedrehter Typ. Okay, wir müssen ihm folgen und dann anscheinend die Flöten oder die Musiksachen hier stimmen. Danger was everywhere, but I did not give up. Then I found Sasem and the others, a good home, protection and an important task. Lauf mal ein bisschen schneller hier. You know, some still come here to mourn their dead. Our ancestors built the wind flutes for these Zakru. To soothe their grief. The flutes care for the Zakru, and we must care for the flutes. Na gut, dann reparieren wir mal die Flöten. Was willst du von mir? With time, their strings tend to get loose. That is why they sound like a wailing, as you put it. The tuning stick helps give them back some tension. Give it a go. Na gut, her mit dem Tuning Stick. Ich versuch's. Wieso geht denn das nicht weiter? Achso, vielleicht muss nur in dem einer Kreisumdrehung versuchen, das hinzubekommen. Klingt immer noch scheiße.
klingt immer noch scheiße. Klingt immer noch scheiße. Na gut, dann müssen wir aber wirklich die Stelle rausfinden, wo es nicht scheiße klingt. Ich drehe doch in die andere Richtung. Hä? Wieso geht das jetzt weiter? Very good, very good. Komisch. Have you done this before? Garantiert nicht. It's a mysterious song. Beautiful. Every time our home walked close to this gorge, musicians would come here to tune the wind flutes. And after the work was done, they would celebrate in the cliffside cave, basking in their song. These flutes are the work of generations upon generations upon generations. That's why you didn't want to leave them. You can count on me. I will finish your task. Remember the cave once you are done. Enjoy the sweet fruit of your labor and know peace. Dankeschön. Na gut, dann wie viel Flöten gibt es? Wieso denn so viele? 3 Stück. Und was ist da oben? Bibleaf. Alles klar. Dann schauen wir mal, ob wir die Flöten stimmen können. I'm at the Weeping Gorge. Harding's poachers, are they coming? We've been listening to their comms. They're looking for some bones, but they're far from your position. Okay, okay. Solek mentioned that place. What's in there? A Morzakro? Sort of. They're graves. It's a giant memorial site. These huge musical instruments play with the wind, but they're out of tune. So it sounds like the gorge itself is wailing. I wish I could see that. We could come back, all of us together, when this is over. Was machen eigentlich meine Sarentu-Freunde hier? Und wo bin ich ja schon wieder reingeraten? Ich sollte doch nur die Flöten stimmen und jetzt bin ich wieder in so einer Höhle. Naja, hoffentlich lohnt sich das für mich. Vielleicht ist hier nochmal ein Ancestor-Skill, obwohl ich habe hier gar nichts gesehen. Hui. Na, zumindest ein bisschen Loot scheint hier zu sein. Ich erkenne nichts. Ja, anscheinend ein bisschen Höhlenmalerei, aber das kann es ja noch nicht gewesen sein. Hoffe ich mal. Weil irgendwie habe ich hier schon wieder so eine Art Missionsmarke, wo ich nie weiß, wo der hin zeigt. Bin ich da nicht hergekommen? Was bist du denn? Welche Richtung darf es denn sein? Nach unten links. Na gut, auf zu den Flöten. Und schauen, dass hier kein Ancestor Skill Tree ist. Sieht nicht so aus. Eine Bellsprig wäre irgendwo gewesen. So, das war wieder komplett komisch, wie das funktioniert hat. Ach, das funktioniert teilweise gegen den Uhrzeigersinn. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Die nächste. Ich glaube, direkt vor uns nehmen wir. Die sehen wir zumindest schon. Nein, nicht schon wieder sowas. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Dankeschön. Ach, das sind ja nur die kleinen Schildkröten. Die wollen nur ihr Revier verteidigen. Das ist in Ordnung. Das dürfen die machen. So kann ich hier einfach geschickt hochklettern oder muss ich wirklich immer durch so eine Höhlending durch, damit ich irgendwo sinnvoll rauskomme. Naja, es sieht nach einem halbwegs in Ordnung Weg aus. Außerdem gibt es hier dann immer schön die Wandbilder, mit denen ich fast interagieren kann.
The Zakru left, and the Zeswa struggled to follow. Maybe their tents were too heavy. Ja, möglich. Ein Gewichtsmod Superior sogar. Was ist denn das für ein Zeug? Besser nicht drauf treten. Hui. Muss doch irgendwie hier in der Richtung sein. Hui. Das sind aber kleine Flöten. Wo muss ich denn hin? Ah, zu den großen Flöten. Hui. Hier kann ich auch resten. Nee, anscheinend nicht. Ist einfach so ein Lagerfeuer, das hier auf Ewigkeit brutzelt. Gut. So langsam sollte ich den Trick ja raus haben. Okay. Das sind tatsächlich große Kreise, die man mit der Maus tatsächlich fahren muss. Dann funktioniert's. So. Da ist noch einer. Schade, ich kann meinen Vogelfieh nicht rufen in dieser Area. In diesem Gebiet. Was ist das hier? Ach, nochmal eine Schnappschildkröte und ein paar Schnappschildgrößen und eine kleinere Flöte. Da ist auch noch ein bisschen Höhlenmalerei. Ich schätze, die müssen wir uns auch ansehen. Weiß zwar nicht, was es bringt, aber ich schätze, wir haben... Oh, die RDA kommen. Aber nicht gut. So, her mit den Minen. Was machst du so dämlich? So, jetzt ist dir das Lachen vergangen. Hey, ich versuche dir nur zu helfen. Die hätten dich sonst voll geputscht. Voll gewildert. Okay, jetzt irgendwie... Achso, ich bin abgekommen von meinem eigentlichen Ziel, irgendwas noch zu scannen. Wo war das denn? War das da drauf? Ach, so wichtig ist das, glaube ich, jetzt nicht. Wir gehen einmal da hoch. Stimmen noch die letzten Flöten. Und dann sollte ja alles passen. Die Mine können wir natürlich auch einsammeln. So. Ach. Mein Inventory ist full. Hui. Naja, fast hui. Hui. So. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Da geht's lang. Da kann ich aber nicht lang springen. Okay, Ikran ist immer noch verboten hier. Schade eigentlich. Da komme ich nämlich so nicht rüber. Vielleicht hier mit, aber das bringt mich ja eher auf die andere Seite, so wie das ausgerichtet ist. Kann ich dich irgendwie rotieren? Ich schätze nicht. Ich schätze nicht. Hey, nein! Bin doch daneben gelaufen. Hui. Ja, das hat nicht funktioniert. Probieren wir es einfach nochmal. Na, wenigstens das hat funktioniert. Vielleicht hier hoch? Nee, schlechte Wahl. Schlechte Wahl. Da vielleicht lang. Das sieht richtiger aus. Da gibt es auch diese Sprungblumen. Aber da müssen wir dann doch da lang gehen. Also war es ja gar nicht so falsch, auf die andere Seite zu gelangen. Hui. 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 So. Irgendwas zum Looten. Komm schon, irgendwas Gutes. Ein Headguard Superior. The Zeswa walk in harmony with the Zakru. They travel light. Ja, hätte ich jetzt auch so gedeutet. Hey, wo sind denn wieder Feinde hier?
dann einmal... Whee! Was ist denn das für eine Pflanze? Tranquility Bulb, a large bowl-like plant that collects rainwater. Interessant. Das ist also dafür da, Regenwasser aufzusammeln. Nein, ich bin doch viel zu langsam für den Sprung. Hui. Jetzt hat's geklappt. Hui. Und noch einmal Hui sagen und wir sind am Ziel. Hui. Ist das nicht schön? Und die müssen wir auch noch stimmen. Inzwischen bin ich wahrer Meister in der Flötenkunst. Beautiful. In a strange way. They listen to the flutes up in the cliffside cave. Genau. Jetzt müssen wir in die Cave. In die Cave. Wo ist denn die Cave? Da oben. Da oben müssen wir hin. Und wie soll ich da bitte schön hochkommen? Cave ist doch immer eher im Berg drin und nicht oben drauf. Naja, das Spiel wird sich was dabei gedacht haben, uns da oben hinzuschicken. Was ist denn das? Schöne Sporen, die davon ausgehen. Und da ist tatsächlich eine Belzbrick irgendwo mit drin. Und da kommen wir auch hin. Ja. Beinahe versaut, aber nur beinahe. Hui. So viel zu... Ah, ist nochmal gut gegangen. Mensch, sieht das hier sporig aus. Her damit. Touchen. Touchen. Sehr gut. Jetzt muss ich den umständlichen Weg allerdings nochmal gehen. Ah, genau. Das würde ich aber sagen, machen wir beim nächsten Mal. Weil ich sehe gerade auf die Uhr, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, mein Husten war nicht so störend. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal.